Vom 8.2. bis 14. Juni waren wir im Spreehafen auf einem Boot. Auf diesem Boot haben wir verschiedene Wetterdaten gesammelt. Diese Wetterdaten haben wir dann auf dem Plakat hier zusammengefasst. Also so zum Thema Windgeschwindigkeit haben wir mit einer digitalen Wetterstation gearbeitet und haben halt aufgeschrieben, wie die Windgeschwindigkeit ist, wie schnell es ist. Wie seht ihr auf km/h die Windgeschwindigkeit? Also hier seht ihr unsere Messstation, unsere Wettermessstation. Hier kann man ablesen, wie viel km/h der Wind hat. Gerade sind es zurzeit 2 km/h nur, also ist es eigentlich gerade sehr windstill. Hier kann man auch noch die Temperatur außen messen. Das sind gerade 6,4 Grad Celsius. Ja, man kann auch die Temperatur von innen, das ist ja auch normal. Wir können hier auch dran ablesen, wie die Luftfeuchtigkeit des Tages bisher war. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Also unser Profil ist Profil Maritim und wir sind immer in kleineren Gruppen hier. Jede Gruppe ist 4 Wochen, also jeden Dienstag alle 4 Wochen hier. Und wir wollen herausfinden, wie sich das Wetter in dem halben Jahr verändert. Also wir wollen jetzt rausgehen, wir müssen für unsere Mappe Messungen machen, die wir dann in der Klasse bearbeiten. Und diese Mappe ist sehr wichtig, weil da werden alle Daten und so festgehalten, die wir dann in der Klasse sozusagen alle zusammentragen. Hier im Säulendiagramm kann man sehen, dass der höchste Luftdruck am 22.03.2022 war und der niedrigste Luftdruck am 5.04.2022 war. Also um zu bestimmen, aus welcher Richtung der Wind kommt, müssen wir gucken, wo Norden ist. Und laut dem Kompass hier ist Norden da, in die Richtung. Jetzt lasse ich die Windhose hoch, um zu messen, wie stark der Wind ist. Du hast ein Helm hier? Hier kann man erkennen, dass der Wind von da kommt. Ich werde jetzt dieses Glasthermometer hier in dieses Wasser, also in die Elbe lassen und gucken, wie viel Grad das Wasser hat. Hier dran sehen wir, dass die Wassertemperatur 5 Grad hat. Also hier ist das halt so nicht so ein geschlossener Klassenraum, sondern so ein halt, das ist voll frei, also ich finde es voll frei, also ja, und ich mag es, wenn man hier so halt so ist, weil wenn man nur in so einem kleinen Klassenraum ist, dann ist es schon ein bisschen langweilig, weil man will auch ein bisschen die Natur so sehen, wie es so ist und was so im Wasser abgeht. Und wir haben auch mit einem sozusagen Teleskop, mit was man sehr scharf sehen kann, haben wir von dem Fenster da hinten bis da zu diesen sozusagen Böten sehen. Ich mag am Profil Maritim halt, man ist halt manchmal draußen, man macht mehr Ausflüge als andere, weil man ja die Welt erforschen will.